Thomas Müller, 31, wird dem FC Bayern München über das Finale der Club-WM hinaus fehlen. Er wurde im Katar positiv auf das Coronavirus getestet. Wie der Offensivspieler zurück nach München reist, planen Expert fällt vorerst aus. Thomas Müller wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Getty Images: Der ehemalige Nationalspieler wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das bestätigte am Donnerstag sowohl die UEFA als auch der FCB. Müller geht es gut, dennoch wurde er in Doha sofort isoliert. Nach seiner Rückkehr nach München wird er sich umgehend in Quarantäne. Der FC Bayern hat sich mit den zuständigen Behörden abgestimmt, hieß es von Seiten des Rekordmeisters. Die gesamte Mannschaft des FC Bayern wurde am Donnerstag erneut getestet. Es ergab sich kein weiterer positiver Befund. Am Donnerstagabend holten sich die Bayern gegen Tigres Ulm aus Mexiko den Titel des Clubwelt. Nach dem 1:0 im Endspiel erinnerte Joshua Kimmich an Thomas Müller und alle anderen, die bei uns nicht dabei seien. Kurz vor dem Finale musste Jerome Boateng aus privaten Gründen die vorzeitige Heimreise. Müllers Heimreise aus Katar noch unklar. Nach dem Finale konnte Bayern-Trainer Hansi Flick keine genaue Auskunft darüber geben, wie die Rückreise von Thomas Müller vonstatten geht. Wir schauen, wie wir es schaffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Das planen Experten. So, es ist davon auszugehen, dass der Offensivspieler, der in der bisherigen Saison in 28 Pflichtspielen 12 Tore selbst erzielte und 16 weitere vorbereitete, in den anstehenden Spielen gegen Bielefeld am Montag und bei Eintracht Frankfurt am übernächsten Samstag aufgrund fehlen. Über Müllers aktuellen Gesundheitszustand sagte Flick: Er ist etwas müde, aber ich glaube, dass es geht einem einiges durch den Kopf. Aber ansonsten, glaube ich, ging es ihm ganz gut. Punkt. Con Bilder zur Partie Bayern München.